Es waren offenbar goldene Zeiten, als Martin Winterkorn den VW-Konzern lenkte. Der Schein und die Scheine stimmten, bis im Herbst 2015 bekannt wurde, VW hat seine Dieselfahrzeuge manipuliert. Und zwar ganze 11 Millionen Mal hat Volkswagen eine Software in Autos installiert, um deren Stickoxidausstoß zu beeinflussen. Am Donnerstag beginnt in Braunschweig der erste Betrugsprozess zu einem der bislang größten Industrieskandale der deutschen Geschichte. 4 Mitarbeiter müssen sich dafür vor Gericht verantworten. Insgesamt wird gegen rund 100 Beschuldigte ermittelt. Mit einigen von ihnen konnte ein Team des NDR vor Prozessbeginn exklusive Gespräche führen. Unter anderem mit einem ehemaligen VW-Manager, der in den USA bereits verurteilt wurde und seit Januar wieder auf Bewährung frei ist. Die Doku, die ganze, läuft an morgen Abend. Im ersten hier schon mal ein Vorab-Einblick. Er hat einen hohen Preis bezahlt. Für einen der größten Skandale der deutschen Industriegeschichte. 3 Jahre saß Oliver Schmidt im Gefängnis, weil er nicht alles gesagt hat, was er wusste. Das war fast 20 Jahre mein Lebensmittelpunkt, die Firma hier und das Werk. Und es ist ein komisches Gefühl, hierher zu fahren. Die Firma ist VW. Ihre Manager wollen 2005 den US-Markt erobern mit einem sauberen Dieselmotor. Clean Diesel nennen sie das Projekt. Doch der Motor macht Probleme. Er kann die strengen US-Abgasnormen nicht einhalten. Da berichtet einer der Ingenieure von einer interessanten Software. Die erkennt, ob ein Auto auf dem Prüfstand steht und drosselt dort den Stickoxidausstoß. Auf der Straße ist er in Wirklichkeit 35 Mal höher als erlaubt. Im November 2006 präsentieren VW-Ingenieure die Schummel-Software dem damaligen Motorenchef. Ein Teilnehmer sagt später aus: Ich habe unseren Plan eindeutig gemacht. Der Chef wird uns achtkantig rausschmeißen. Der Motorenchef sagt heute, die Mitarbeiter hätten nicht deutlich gemacht, dass es um Manipulation geht. Die Testerkennung habe er nicht genehmigt. Trotzdem kommt 2008 der manipulierte Motor auf den Markt, begleitet von einer riesigen Werbekampagne. Welcome aboard your own private Jetta TDI Clean Diesel. Clean Diesel. Clean Diesel. Clean Diesel. And the new Jetta TDI Clean Diesel from Volkswagen. 2014 kommen US-Forscher VW auf die Schliche. Jetzt herrscht in der Konzernzentrale Angst. Ein Ingenieur erinnert sich später so: Wir wussten, wir waren aufgeflogen. Wir haben 500.000 Fahrzeuge in den USA und im schlimmsten Fall müssen wir sie zurückkaufen. Im Mai 2014 bekommt VW-Chef Martin Winterkorn eine Warnung. US-Behörden könnten nach einer illegalen Testerkennung suchen. Ein sogenanntes Defeat-Device, so die Notiz in seiner Wochenendpost. Die ist ein wichtiger Punkt, um zu sagen, und das tun wir und werfen wir Herrn Winterkorn vor, ab diesem Moment war er zunächst informiert, dass die Fahrzeuge in den USA eine solche Defeat-Device-Einrichtung hatten. Martin Winterkorn wird später sinngemäß sagen, er habe die Notiz nicht gelesen. Ein Jahr lang hält VW die US-Behörden hin. Dann schickt der Konzern Oliver Schmidt in die USA. Er soll seine Kontakte spielen lassen. Die Testerkennung soll er nicht erwähnen, sagt er. Zum ersten Mal spricht er offen vor einer Fernsehkamera. Ich habe mit denen, sagen wir es mal vorsichtig, so geredet, wie man es nicht hätte tun sollen. Und in diesen Gesprächen habe ich nicht alles gesagt, was ich wusste. Genau dafür wird der ehemalige Top-Manager in den USA wegen Betrugs verurteilt. Seit Januar ist er auf Bewährung frei. VW will keine Einzelfälle kommentieren. Das Unternehmen räumt aber ein, dass die damaligen Beteiligten aus heutiger Sicht die Folgen ihres Handelns massiv unterschätzt hätten. Das ist ungefähr so, als würden Sie mit 2 Promille auf der Autobahn 250 km/h fahren und meinen, Sie bekommen einen Strafzettel, als hätten Sie falsch geparkt. Oliver Schmidt wurde fristlos entlassen. Er klagt gegen VW. Eine Einigung ist nicht in Sicht.